Ja, Infinity War. Die Avengers sind zurück und Panini hat nämlich halt diesen Comic am 17.04. rausgebracht. Dankeschön an Panini für diese Bereitstellung. Und wie dieser Comic ist, das sage ich euch nämlich jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Der Comic, der zum neuen Marvel-Blockbuster Avengers Infinity War hinführt. Was für Abenteuer erleben Captain America, Iron Man, Winter Soldier, Falcon, Black Widow und ihre Kollegen, bevor sie gegen Thanos in den Krieg um die Infinity-Steine ziehen. Das enthüllt die offizielle Comic-Vorgeschichte zum Kinospektakel des Jahres. Neue Stories mit den Filmhelden, die perfekte Einstimmung auf den Avengers-Blockbuster. Ja, darum geht's bei Infinity War, die Vorgeschichte zum Film. Der spielt ja nach Civil War und natürlich vor Infinity War. Da sieht man so ein bisschen noch ein paar Sachen halt. Es ist trotzdem ein schnelles Comic, was man durchlesen kann in der Pause, meinem Zuhause, auf der Toilette oder so, wie ich das mal so gerne sage. 52 Seiten ist sehr lang. Ja, und es ist auf jeden Fall ein Comic, wo ich sagen würde, das kannte man vorher noch nicht so. Und das ist ja halt die Geschichte um Prelude 1 bis 2, enthält dieser Comic. Dann kommen wir noch mal ein bisschen weiter. Die Zeichner, Autoren und so weiter, das sind natürlich dann einmal der Autor Will Corona Pilgrim und einmal als Zeichner und Tusche sind dabei Jorge Fornes und Ty Walker. Und natürlich viele, viele mehr. Ja, das ist das Team um diesen Comic. Und für wen ist überhaupt dieser Comic? Der Comic ist einfach eher bringt sofort, also er zeigt nochmal ganz kurz nochmal von Civil War, diesen Kampf zwischen Tony Stark und Captain America mit dem Winter Soldier, ihr habt das ja wahrscheinlich noch so ein bisschen gewissen. Dann natürlich Doctor Strange wird angedeutet, also ihr merkt schon und auf jeden Fall auch hier Black Panther. Das Comic wirft das nochmal so alles auf, nochmal so ein bisschen Flashback zu diesen ganzen Sachen, was ihr noch wissen müsst. Wenn ihr keinen Bock habt, die 18 Filme auf jeden Fall zu gucken. Ich habe es auch nicht mehr geschafft. Für mich war es ganz okay, mal nochmal reinzugucken. Und man sieht nochmal ganz kurz, aber es sind auch nur mal immer ein paar Seiten. Das sind, wenn es hochkommt, vielleicht 2-3 Seiten, wo man neue Sachen sieht, wo es dann losgeht. Ja, dann kann man eher sagen, der Comic ist echt so einer für Hardcore-Fans, würde ich den, glaube ich, nicht empfehlen, weil die werden wahrscheinlich enttäuscht. Oder www.paninishop.de, da gibt es die Leseprobe und ein paar Infos nochmal zu diesem Comic. Ja, und mehr kann ich noch sagen, so auf jeden Fall ist das was für Einsteiger, ist das natürlich, ihr könnt dann reingucken, aber das wäre trotzdem verwirrend, wenn ihr die Filme noch nicht kennt, die da vorher waren. Also ihr merkt schon, es ist so ein Mittelding, ne? Also ich fand den Comic nicht schlecht, so sag ich mal, weil er rollt ja das nochmal auf, für 5 Euro macht man da jetzt nicht mega viel falsch, aber es ist halt auch nur ein 52 Seiten Comic, ne? Also ich sag immer so, wie gesagt, für die Hardcore-Fans eher nicht, eher was für die Fortgeschrittenen, die nochmal Bock haben, nochmal zu wissen, was passierte denn nochmal in Civil War, Doctor Strange, Black Panther und so weiter. Ja, und dann kommt natürlich am Schluss nochmal das hier. Mehr wisst ihr dann halt im MCU, Infinity War Film. Ja, und nicht vergessen, das ist alles MCU. Das war jetzt eine kleine kurze Review. Mehr kann man ja auch gar nicht sagen. Hier hinten sind nochmal ein paar Infos drin zu Thanos. Also hier die Titanen. Das ist ja auf jeden Fall auch noch drin. Das ist ganz interessant und dann, ja, mehr kann man da eigentlich gar nicht sagen. Und hinten sind nochmal dann halt die Comics, die eigentlich mega die Brecher sind, der Infinity Gauntlet. Das ist auf jeden Fall, der ist ja 20 Euro kostet, der 62 Seiten lang. Und dann gibt es nochmal Avengers, die ruhmreichen Rächer, die Avengers Anthologie, 364 Seiten. Das ist dann eher was ich mir wohl auch mal zulegen werde, weil das ist ja eher schnelle Kost, wie gesagt. Naja. Das war so die Vorgeschichte. Ich möchte auch nicht so viel spoilern dazu. Ein Abo wäre natürlich auch gut. Wir sind ja auf der Road to 1000. Ne? Macht hier mit beim Gönnspiel. Das war auf jeden Fall Avengers Infinity War. Die Vorgeschichte zum Film könnt ihr kaufen bei Panini für 4,99 €. Und würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!